Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kremserinnen, liebe Kremser, liebe Gäste, ich begrüße Sie namens der Kremser Kaufmannschaft sehr herzlich bei der Martini-Einkaufsnacht. Diese Einkaufsnacht steht im Zeichen des heiligen Martin. Wir wollen zeigen, dass es bei Martini nicht nur um Wein und um Ganseln geht, sondern auch die Geschichte dahinter erzählen. So, und wir warten jetzt auf das Eintreffen des heiligen Martin, der uns die Geschichte erzählen wird, wieso das Martinsfest überhaupt Martinsfest heißt. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite hier bei der Martini-Einkaufsnacht. Und ich darf euch jetzt die Geschichte vom heiligen Martin erzählen. Ich wurde um etwa 300 nach Christus im Stein am Anger, das ist im heutigen Ungarn, geboren und wurde sehr christlich erzogen. Ich bin schließlich in den Militärdienst auf Wunsch meines Vaters eingetreten, aber er selber Offizier, habe mich aber damals schon eher mehr um die armen und notleidenden Menschen gekümmert als um meine militärische Laufbahn. Ja, und so hat es sich zugetragen, dass ich bei einem Feldzug, es war im heutigen Deutschland, eines Abends einen frierenden Bettler vor einem Stadttor angetroffen habe, worauf ich dann meinen Mantel in zwei Teile geteilt habe und den einen Teil dem Bettler überlassen habe, sodass er nicht mehr so frieren musste. Ich habe mich dann nach meinem Militärdienst, den ich dann endlich beenden durfte, in das heutige Frankreich zurückgezogen als Einsiedler und habe dann etwas später auch ein eigenes Kloster gegründet. Und dort habe ich mich natürlich auch weiterhin um die Notleidenden gekümmert. Nur das hat meine Bekanntheit so gesteigert, dass mich die Leute dann schließlich und endlich zum neuen Bischof von einer großen Stadt haben wollten. Und ich wollte aber lieber alleine in meinem Kloster verweilen und habe mich deswegen vor der aufbrausenden Menge versteckt, ausgerechnet in einem Gänsestall. Und diese haben dann so laut geschnattert, vor Freude oder Angst ist nicht überliefert, dass sie mich verraten haben und dass mich die Leute dort gefunden haben und ich schließlich doch noch zum Bischof ernannt wurde. Danke, danke, lieber Martin. Ein kleines Geschenk. Die Geschichte von Martin spricht vom Teilen. Vielleicht können wir das auch teilen. Dankeschön. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, ein Fest wie die Martini-Einkaufsnacht kann nicht stattfinden ohne potente Sponsoren. Und ich bedanke mich bei der Reika Krems für die Unterstützung für diese Einkaufsnacht und bitte Herrn Direktor Buchinger auf die Bühne. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf euch, liebe Kinder, und Sie, sehr geehrte Damen und Herren, auch ganz herzlich begrüßen. Ich bin nicht der heilige Martin und ich heiße auch nicht Martin. Ich stehe auf der Bühne, weil wir auch etwas geteilt haben nach dem Vorbild vom heiligen Martin. Wir haben unser Budget ein bisschen geteilt, unser Werbebudget, und dürfen die heutige Veranstaltung ein bisschen unterstützen. Man sieht es, glaube ich, und ich als Vertreter der Reifersmann Krems sage ganz herzlichen Dank an die Organisatoren. Wünsche euch, liebe Kinder, noch viel Spaß. Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, viel Freude am heutigen Abend. Ich hoffe, Sie nutzen auch die langen Öffnungszeiten hier in der Fußgängerzone. Das darf ich auch noch betonen. Die Geschäftsfrauen und Männer freuen sich, wenn Sie sie heute auch noch aufsuchen. Und nach jedem Einkauf dürfen Sie ein Achterl trinken, auf den heiligen Martin. Vielen Dank und viel Freude. Ja, Martins Nacht, lange Einkaufsnacht in Krems, ist wiederum das zweite Mal, wird es durchgeführt, und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, diese Kombination einerseits zu teilen mit der Geschichte des heiligen Martins, aber natürlich das Wichtigste ist ja um Martini herum, dass unsere Weine getauft werden, die Weine, dass man Danke sagt für das, was in dem letzten Jahr
produziert werden konnte, dass sozusagen der Herrgott unsere Weinbauern und unsere Winzer versorgt haben mit guten Produkten, mit Sonnenschein, mit Regen. Das ist einfach der Wein, was geworden ist. Und das ist das, was wir hier um Martin auch machen, Danke zu sagen. Aber Danke zu sagen auch allen Ihnen, jedem, die mittun bei dieser langen Einkaufsnacht. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Wirtschaft belebt, dass man gemeinsam auch das teilt. Ja? Das heißt, das Geld, das man hat, sozusagen ausgibt und sozusagen, dass die Wirtschaft belebt wird. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und ich wünsche uns allen noch einen schönen Nachmittag und Abend und vor allem, ja, lasst uns es ein bisschen nachklingen, die Geschichte des heiligen Martin, nicht nur Egoist zu sein, sondern einfach an den Nächsten hin und wieder zu denken. In diesem Sinne, danke vielmals und viel Spaß noch. So, meine Damen und Herren, wir haben auch heuer wieder einen Wein zu taufen und ich bitte nun den Betreiber des Weinhimmels, Wolfgang Lenzdorfer vom Weinbank Elsdorfer, um uns etwas über den Wein zu erzählen. Wolfgang, bitte. So, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Kremserinnen, liebe Kremser, erstens sage ich mal herzliches Dankeschön an die Kaufmannschaft, dass ich heuer dazu ausgewählt worden bin, eigentlich unserem Wein, und ich erzähle gleich drauf, welcher Wein das ist und wie der auch entstanden ist, dass wir den zur Taufe heraufgestellt haben. Wir können heuer zurückblicken auf ein wunderbares Weinjahr. Wir haben eigentlich fast keine Probleme in den Weingärten gehabt und die Weine zeichnen sich heute schon wirklich sehr mit einem wunderbaren Frucht, mit einem wunderschönen Säurespiel auch aus. Und ihr könnt euch sicher sein, dass alle Kolleginnen und Kollegen, egal von welchen Weinbauregionen in unserem Umkreis, wirklich einen Top-Jahrgang produzieren werden. Und ich habe schon einige verkosten dürfen und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch überzeugt, dass auch diese Weine euch wieder schmecken werden. Ich sage noch nicht den Namen, wie er getauft wird, aber nur so viel. Wir haben einen Brunnen hier. Wir sind eine Weltkulturerbe-Stadt und wir haben natürlich auch gleich im Anschluss auch die Wachau als Weltkulturerbe. Diese Gemeinsamkeit hat mich dazu veranlasst, dass nicht jetzt ich alleine den Wein gemacht habe, sondern wir haben ein Partnerprojekt gemacht mit der Wachau gemeinsam zusammen, dass es eine Kombination ist, Krems und die Wachau. Und da habe ich gefunden einen wunderbaren Partner, den Karl Stierschneider von Kartäuserhof, der uns praktisch diesen Wein wunderbar hergerichtet hat. Und ich kann wirklich stolz sein, Kalle, du bist da in der Menge unten. Ich sage herzlichen Dank für diesen wunderbaren Wein. Ich habe aber auch eines noch vorbereitet. Natürlich gibt es nach der Taufe auch diesen Wein hier zu verkosten. Und ich glaube, ich lasse euch dann überraschen, wie gut der Wein sich schon so entwickelt hat. Er ist momentan aber noch ein staubiger. Das ist er. Und im frühestens ungefähr Mitte Dezember kommt er dann auf die Flasche. Und dann werden wir dann kurz vor Weihnachten, werden wir den auch bei uns im Weinhimmel dann auch verkosten können. Auf das freue ich mich heute schon und ich lade Sie heute schon wirklich ein, auch diesen Wein dann auch im Dezember zu verkosten. Lieber Ulf, noch einmal herzliches Dankeschön, dass du uns eigentlich heuer ausgewählt hast und toi, toi, toi noch für den wunderschönen Abend heute. Meine Damen und Herren, jetzt warten wir auf unseren Weinpaten. Eine bekannte Persönlichkeit, Miguel Herz-Kestranek. Wir kennen ihn als beliebtesten TV-Kommissar, wir kennen ihn als Magister Ligusta. Wir kennen ihn als Schauspieler und Autor. Er wird jetzt in Begleitung von Frau Vizebürgermeister Holler und Frau Bundesrätin Berger mit der Kutsche bei uns eintreffen. Geschätzte Damen und Herren der Gebietskörperschaften, des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft, der Politik, aber Sie, liebe Gäste aus nah und fern, die Sie heute am Abend die Kremser Martini Einkaufsnacht besuchen, herzlich willkommen. Die Stadt Krems ist ein Hingucker, die Stadt Krems ist top. Wer sagt das? Nicht der Bürgermeister von Krems, nein, auch nicht ich. Das sagt die sogenannte Pöchhacker-Studie. Das wird den einen oder anderen nicht wirklich was sagen. Die Pöchhacker-Studie ist eine sehr groß aufgelegte Untersuchung, wo 94 Bezirke mit immerhin 15 Statutarstädten nach wirklich wissenschaftlichen Kriterien untersucht und bewertet werden. In dieser Pöchhacker-Studie
werden 4 Ebenen durchleuchtet. Das eine ist die Wirtschaftswelt, die Wirtschafts- und Innovationen-Situation. Das andere ist die Arbeitsmarktsituation in den Bereichen der Städte. Und dann gibt es noch die Wirtschaftszahlen und die Lebensqualität wird untersucht. Und all diese 4 Ebenen, die aufgrund von verschiedenen wissenschaftlichen Parametern zusammengeführt werden, hat ergeben, dass Krems an erster Stelle steht. Und ich glaube, das ist wirklich wert, immer wieder erwähnt zu werden. Warum steht Krems an erster Stelle? Weil es hier Menschen gibt, die das möglich machen. Das ist die Wirtschaft im Kleinen und im Großen. Das sind die Menschen, die tagtäglich ihrer Arbeit nachgehen. Und das sind all jene Bereiche, die diesen Motor Wirtschaft, Tourismus und alles, was da dazugehört, am Laufen und am Leben erhalten. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, unseren Ehrengast und unseren Weinpaten noch einmal zu begrüßen. Miguel Herz-Kestranek, Schauspieler, Autor, Segler und Europäer, herzlich willkommen. Miguel Herz-Kestranek hat uns einige kleine Texte mitgebracht, die wir jetzt vor der Weintaufe hören werden. Bitte. Ja, ich habe ein bisschen was mir herausgeschrieben aus meinem Fundus, wo ich sonst meine Abende bestreite, über den Wein. Es gibt ja viele Texte über den Wein, aber besonders ist mir aufgefallen ein kleines Zitat vom Theodor Heuss, der war in den 1950er Jahren Bundespräsident von Deutschland. Der hat gesagt, Wein saufen ist Sünde, Wein trinken ist beten, also lasset uns beten, hat er gesagt. Konfuzius aber, der chinesische Philosoph, 500 vor Christus, der hat gesagt, am Rausch ist nicht der Wein schuld, sondern der Trinker. Und so sitzen zwar eure heurigen Geher beim heurigen zusammen, sagt der eine, also weißt, in letzter Zeit, da kann mich ein Viertel vollkommen betrunken machen. Gesagt der andere, das glaube ich nicht bei dir. Ein Viertel, sagt er, doch, so ist es. Meistens ist es das Achte. Eine bisschen ernstere Geschichte. Ein Philosophieprofessor steht vor seiner Klasse und hat ein paar Sachen vor sich liegen, darunter ein großes Gurkenglas. Und er beginnt, dieses Gurkenglas mit großen Steinen zu füllen. Dann fragt er die Studenten, glaubt ihr, dass das Glas jetzt voll ist? Ja, sagen sie, das ist jetzt ziemlich voll. Jetzt nimmt der Professor einen Sack mit Kieselsteinchen, lässt sie auch in das große Glas rieseln. Die sickern natürlich zwischen den großen Steinen durch. Dann fragt er wieder die Studenten, ob das Glas jetzt voll ist. Sagen sie, ja, jetzt ist es voll. Jetzt nimmt er einen Sack mit Sand und streut ihn in das Glas. Natürlich füllt der Sand jetzt alle Zwischenräume aus. Seht ihr, sagt er, jetzt möchte ich, dass Sie sich vorstellen, das ist euer Leben. Die großen Steine sind die wichtigen Dinge in eurem Leben. Eure Familie, eure Partner, eure Gesundheit, eure Kinder. Dinge, die euch bleiben, die euch erfüllen, wenn auch alles andere verloren geht. Und die Kieselsteinchen, das sind die Dinge wie euer Beruf, euer Haus, euer Auto. Und der Sand, das ist alles andere um euch, das ist das Alltägliche, nicht so Wichtige. Schöner wäre nicht. Wenn ihr also den Sand zuerst in das Glas füllt, dann habt ihr keinen Platz mehr für die großen Steine und für die Kieselsteine. Und das Gleiche ist mit eurem Leben.
Wenn ihr eure Energie oder eure Zeit für das Unwichtige, für die alltäglichen Dinge verwendet, dann habt ihr keinen Raum für die wichtigen Sachen. Also spielt mit euren Kindern, schaut auf eure Gesundheit, nehmt euch Zeit für eure Partner. Es bleibt immer noch Zeit für die anderen Dinge, die nicht so wichtig sind. Die Steine, die sind das, was wirklich zählt. Der Rest ist nur Sand. Könnt ihr diesen Gedanken nachvollziehen, fragt er. Da steht ein Student auf, geht zum großen Gurkenglas, öffnet eine Flasche Wein und schüttet sie langsam in das Glas und sagt, eigentlich ist es wurscht, wie voll euer Leben ist. Es lässt euch immer noch Raum für eine gute Flasche Wein. Eine kleine Geschichte zum Schluss. In einem kleinen Städtchen, sagen wir in Krems, liegt vor langer Zeit ein alter Weinhändler im Sterben. Ein wohltätiger und vor allem gottesfürchtiger, frommer Mann, der von den schädlichen Auswirkungen übermäßigen Alkoholgenusses überzeugt, sein ganzes Leben nur einer Sache geweiht hat, der Erzeugung eines Weines, mit dem sich Christen und Nichtchristen nicht allzu sehr besaufen. Das Städtchen war gesegnet mit einer guten Wasserquelle und auch der liebe Gott war mit dem frommen Mann und so ging sein Geschäft zeitlebens gut. Und nun war für ihn die Stunde gekommen, wo es ans Sterben ging und so rief er seine Söhne ans Bett und sprach mit letzter Kraft, hört mich an, meine geliebten Kinder, ich weiß, dass ich sterben muss und ich bin bereit, aber weil ihr, meine geliebten Kinder, meinen Weinhandel übernehmen werdet, muss ich euch ein großes Geheimnis anvertrauen, das wichtig ist für den Weinhandel. So wisset denn, meine Kinder, Wein, man kann ihn auch aus Trauben machen. Wie Lebenswasser ist der Wein für den Menschen? Was ist das für ein Leben, wenn man keinen Wein hat, der doch von Anfang an zur Freude geschaffen wurde? Frohsinn, Wonne und Lust bringt Wein. So steht es in der Heiligen Schrift, so steht es im Buch Jesus Sirach. Der Wein ist Ausdruck der Lebensfreude, ist Ausdruck des Frohsinns und der Fröhlichkeit. Früher wie heute gehört der Wein zu einem Fest oder zu einem festlichen Mahl. Auch Jesus selbst geht zu Festen und Hochzeiten, um mit den Menschen zu feiern, um mit ihnen fröhlich zu sein. Er liebt das Leben, das aus einer tiefen Freude herauskommt. Er weiß, dass die Freude, die Ausgelassenheit und die Fröhlichkeit zum Leben gehören. Die Segnung des Weines ist keine Magie, und sie kann auch nichts an der Qualität ändern. Sie ist Ausdruck unserer Dankbarkeit gegenüber Gott. Sie ist aber auch Ausdruck der Dankbarkeit für die Arbeit der Winzerinnen und Winzer. Durch ihre Arbeit und ihren Einsatz ist aus der Frucht des Weinstocks im Zusammenwirken mit Sonne und Beschaffenheit der Lagen die Frucht des Weinstocks zu einem Qualitätsprodukt geworden, zu dem Wein, der heute im Mittelpunkt unserer Feier steht. Und wir alle dürfen uns mit Ihnen freuen und mit Ihnen Ihre Begeisterung für das gelungene Ergebnis teilen. Und so bitte ich nun um den Segen Gottes für den neuen Wein. Schauen wir mal den Namen für den neuen Wein. Was machen wir? Miguel Herz-Kesterleck wird nun den Namen des neuen Weins verkünden. Der neue Wein wird heißen? Siemandl. Siemandl heißt der neue Wein. Ich hoffe, das ist keine Anspielung auf mich, dass ich ein Siemandl bin. In gewisser Weise sind wir alle Siemandl. Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blute. Segne diesen Wein,
der nun den Namen Simandl trägt. Er steht für die Freude in unserem Leben und die Feste, die wir feiern. Lass alle, die von diesem Wein trinken, erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft stiftet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. So lade ich ein, dass wir die Segnung schließen mit dem Gebet, das der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Herzlichen Dank, Diakon Killer. Vielen Dank für die Weinsegnung. Der neue Wein heißt jetzt Simandl und Sie sind alle herzlich eingeladen, den neuen Wein noch als staubigen zu verkosten.